jetzt gibt es den Otto-Brenner-Preis allgemein. Der wird dreimal vergeben für herausragende Beiträge, die für kritisches Bewusstsein und besondere demokratische Wachsamkeit stehen und die das Motto der Ausschreibung gründliche Recherche statt bestellter Wahrheiten beispielhaft umgesetzt haben. Wir kommen jetzt zum dritten Preis. Der dritte Otto-Brenner-Preis, dotiert mit 3.000 Euro, geht an die freie Autorin und Journalistin Marie von Kuck für ihr Hörfunk-Feature Draußen vom Leben wohnungsloser Familien in Berlin, ausgestrahlt vom Deutschlandfunk. Was bedeutet es, ohne feste Wohnung zu leben, in Notunterkünfte zu ziehen, keine Privatsphäre zu haben? Was bedeutet das für die Erwachsenen und was bedeutet das für die Kinder? Mit viel Feingefühl und mit großer journalistischer Sorgfalt erzählt Marie von Kuck von dem, was zum erschütternden Alltag im Sozialstaat Deutschland gehört. Der dritte Otto-Brenner-Preis für Marie von Kuck und ihr Hörfunk-Feature Draußen vom Leben wohnungsloser Familien in Berlin. Und wir hören die Laudatio von Volker Lilienthal. Unsere Preisträgerin Marie von Kuck ist eine Berliner Journalistin und Autorin von Radio-Features. Die Brenner-Jury hatte ihre Funkarbeiten schon mehrfach in der engeren Auswahl. Marie von Kucks kritische Aufmerksamkeit gilt immer sozialer Ungerechtigkeit und vor allem den Menschenrechten, wo sie missachtet werden oder in Gefahr geraten. So zum Beispiel in ihren Sendungen über Gewalt in der Geburtshilfe. Ja, erst denkt man als Hörer, das kann es doch gar nicht geben. Oder über Polizeigewalt, die Marie von Kuck ins öffentliche Bewusstsein rückte, lange bevor andere das heute fast modische Thema für sich entdeckten. Marie von Kuck ist eine Stimme der Stimmlosen, um ein Wort des evangelischen Publizisten Robert Geisendörfer zu zitieren. Sie holt die Übersehenen und Missachteten aus dem Schatten unserer Ignoranz. In ihrer hier ausgezeichneten Sendung nimmt die Autorin ihre Hörerinnen und Hörer mit auf eine Reise in den uns fremden Alltag von Berliner Familien, die wohnungslos sind. Komplett obdachlose Männer kennen wir alle und gehen meistens ungerührt an ihnen vorüber. Aber ganze Familien, Kinder ohne Dach über dem Kopf windeln, ihnen bei Wind und Wetter zu essen zu geben, sie ohne Wasser sauber zu machen, sie bei Kälte zum Schlafen zu bringen und sie morgens wecken und ein Frühstück geben, damit sie pünktlich und hoffentlich nicht hungrig in die Schule kommen. Das geht gar nicht und kommt trotzdem in Einzelfällen vor in unseren Großstädten. Die meisten Betroffenen, also Familien, finden aber irgendwann wenigstens eine Notunterkunft. Sie bleiben aber Wohnungslose mit dem Gefühl, kein eigenes Haus, Zuhause zu haben, die Intimität, die Privatsphäre verloren zu haben. Die Autorin begleitet Betroffene und lässt sie ihre Geschichte erzählen. Sie zitiert aus horrenden Behördendokumenten und führt uns in die Provisorien der Notunterkünfte. Die Tolpe heißt eine davon hier in Berlin-Neukölln, in der 40 Kinder und 46 Erwachsene untergebracht sind. Da wieder herauszukommen, ist fast unmöglich, denn es entsteht ein Teufelskreis von aufgelaufenen Schulden, bestehender Arbeitslosigkeit und unbezahlbarer Mietpreise für normale Wohnungen. Wehe dem, der dann auch noch einen falschen, will sagen, nicht deutschen Pass hat. Die Zahl wohnungsloser Menschen wird aktuell bundesweit auf 678.000 geschätzt. Die Prognose von 1,2 Millionen ist Gott sei Dank nicht eingetreten. Und in diesen 678.000 sind Geflüchtete ohne Wohnung mitgezählt. Wohnungslose Menschen mit Kindern, die erst bei Bekannten und Freunden improvisieren und dann in irgendeiner Notunterkunft
unterkommen oder auch von Notquartier zu Notquartier improvisierend ziehen. Das sind nach aktuellen Zahlen der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe 71.000 Betroffene, hier ohne die Geflüchteten, weil es dafür keine Daten gibt. In einem reichen Land wie Deutschland ist und bleibt das ein Skandalon. Es aufgegriffen und in unser Bewusstsein gehoben zu haben, das ist das eine Verdienst der erfahrenen Feature-Autorin Marie von Kuck. Preiswürdig ist aber auch die Machart dieser sorgfältigen Radiodokumentation über das mühsame Überleben einer gar nicht so kleinen Zahl von Menschen. Die Autorin zeigt Empathie und bewahrt doch den nüchternen Ton der Journalistin. Sie lässt Menschen zu Wort kommen, die sonst keine Öffentlichkeit hätten, aber sie ergänzt deren Zeugnis auch durch Nachfragen bei Hilfseinrichtungen und Behörden. Sie zeichnet das ganze Bild kritisch und gut dokumentiert. Dank einer reflektierten Sozialarbeiterin, die in der Sendung freimütig und kritisch über ihre Erfahrung mit einem nicht besonders leistungsfähigen Hilfssystem spricht, kann sich die Autorin mit eigenen Bewertungen weitgehend zurückhalten. Besonderen Charme entfalten in dieser Sendung die O-Ton-Collagen, in der eben auch Kinder zu Wort kommen. Feine Miniaturen sind das, im Sinne der Spruchweisheit, Kindermund tut Wahrheit kund. Wir haben eben schon den 10-jährigen Unmut gehört, der seiner Erinnerung nach schon vor 8 Jahren, als Kleinkind also, aus Bulgarien nach Deutschland kam. Wir haben gehört, was er über die Massenunterkunft Täubte sagt, aber weil es so schön ist, möchte ich das nochmal zitieren. Man muss alles zusammen benutzen, hier ist Scheiße, aber besser als nichts, so wie Leben auf der Straße. Ja, das ist nicht gut, besser als gar nichts, och und ja, das war's, Punkt. Es ist übrigens auch ganz entzückend zu hören, wie die Kinder mit dem Mikrofon der Reporterin spielen, wie sie davor im Grunde posieren, und dann entstehen ganz charmante O-Töne. Dieses Feature des Deutschlandfunks und seiner Co-Produzenten RBB und SWR ist der Musterfall einer modernen Sozialreportage, bis hin zum dramaturgisch geschickten Ausstieg aus der Sendung. Denn erst ganz am Ende erfahren wir, dass Jobcenter Berlin, welches das Leben vieler Bedürftiger eher erschwert als erleichtert, das oft verklagt werden muss, damit ein Sozialgericht dann am Ende die dringend benötigte Überweisung verfügt, dieses Jobcenter verweigerte Marie von Kuck jegliche Stellungnahme. Und ein letzter kurzer O-Ton von Markus, den wir eben auch gehört haben, zeigt, es ist nicht zu Ende. Zwar hat dieser Familienvater für sich und die Seinen eine normale Wohnung ergattert, aber da fehlen die Möbel. Die Familie schläft auf dem Boden und weiß nicht, ob sie die Miete bezahlen kann. Denn das Geld vom Jobcenter blieb bis dahin aus. Marie von Kuck, herzlichen Dank, dass Sie Stimme der Stimmlosen waren, und herzlichen Glückwunsch zum Otto-Brenner-Preis. Marie von Kuck. Die Anzahl der Wohnungslosen in Deutschland, die ist in den letzten Jahren ziemlich drastisch gestiegen, und man hat den Eindruck, das ist tatsächlich kaum noch ein Randproblem, sondern das sind ganz normale Familien, die aus der Mitte der Gesellschaft kommen. Wie haben Sie die Menschen erlebt, die Sie da in der Täupe, dieser Notunterkunft in Neukölln, erlebt haben?
Die Tulpe ist ein Sonderfall, weil die Tulpe mit der Trägerschaft der GBWO nimmt sich der strittigen Fälle an. Also die Mieten in diesen Notunterkünften, also dazu muss man sagen, es gibt in Berlin ein Gesetz, da sind die Ländergesetze sehr unterschiedlich, wo Leute, die kein Dach über den Kopf haben, also aufs Amt gehen können und dann ein Dach über den Kopf, also in irgendeinem wohnungslosen Asyl oder sogar in einer Pension oder so bekommen können. Nur sind die Ämter sehr überfordert, sodass das, wie man jetzt gerade in dem Einspieler hören konnte, nicht immer funktioniert. Also der Herr Meier wurde dann per Security aus diesem Amt geworfen. Muss da sehen, wie er zurechtkam. Er kam dann über eine kirchliche Einrichtung in die Tulpe. Und die Tulpe muss ihre Mieten reinkriegen. Und das sind, ich habe es jetzt nicht mehr ganz im Kopf, aber so ungefähr 23 Euro pro Kopf pro Tag. Das ist ganz schön viel, wenn man das so sagt. Da fliegt eine Familie aus ihrer Sozialwohnung, weil die Mieten steigen, oder aber bekommen keine bezahlbare Wohnung, kommen dann aber per Gesetz in eine solche Unterkunft, wo die Miete also beinahe 2000 Euro für eine, oder hab ich jetzt nicht richtig gerechnet, aber horrend ist für eine dreiköpfige Familie, vierköpfige Familie und lebt dann dort in einem Zimmer von 20 Quadratmetern zu dritt, zu viert und eben nicht übergangsmäßig, sondern sehr lange. Was ich sagen wollte, die Tulpe ist ein Sonderfall, weil die nehmen auch und hauptsächlich Menschen auf, wo diese Frage, bezahlt das Sozialamt, das Jobcenter unsere Miete oder nicht, wo diese Frage oft noch ein bisschen ungeklärt ist. Also die Tulpe hat die Kapazitäten, die Sozialarbeiter dann in den Rechtsstreit zu gehen. Deswegen haben die besonderes Klientel. Ja. Andere Wohnungsunterkünfte, Wohnunterkünfte und Asyle haben vielleicht andere, aber deswegen waren in der Tulpe sehr viele Migranten, sehr viele Einwanderer. Das und Familien mit Kindern. Nur in diesem Haus, nur Familien mit Kindern, in einem anderen Haus auf dem Gelände, nur Alleinerziehende mit Kindern. Genau, und für mich war das auch überraschend, als ich das hörte. Und deswegen habe ich sehr lange die Menschen in dieser Notunterkunft porträtiert und ein herausstechendes Merkmal war die Scham. Also auch die Scham, mit mir als Journalistin darüber zu sprechen. Ich meine schon, dass es eine ganze Menge über Obdachlose gibt, aber nie sprechen sie selbst. Und deswegen gibt es immer dieses Konstrukt von, die hätten was falsch gemacht, die sind nicht so lebenstüchtig, die sind wahrscheinlich psychisch krank, drogenabhängig oder so. Das habe ich bei niemandem dort festgestellt. Im Feature haben die dann aber, die Sie dann interviewt haben, doch sehr offen darüber gesprochen. Das heißt, Sie haben Ihnen gegenüber Ihre Scham noch ein Stück weit überwinden können. Das war ein sehr langer Weg, ja. Ja? Ja, es war ein sehr langer und steiniger Weg. Ich war Wochen und so 3 Monate lang fast täglich dort. Also haben sehr viel Zeit mit denen verbracht. Sehr viel Zeit und ich habe das wirklich auch unterschätzt. Ich habe völlig unterschätzt, welchen Wert eine Tür bekommt, wenn jemand keine Wohnung hat. Also da, also wirklich mal, ich wollte eigentlich gerne ein bisschen an dem Leben teilnehmen. Das war fast unmöglich, weil dieses bisschen Privatsphäre und dieses bisschen Würde, das dann noch übrig bleibt, also sehr, sehr geschützt wird. Und dieses Selbstkonstrukt der Schuldigkeit auch bei den Wohnungslosen selbst wirkt. Also die haben sich ganz oft erstmal entschuldigt, dass sie in dieser Lage sind. Das ist sehr beschämend war. Dabei kommen die in ganz aberwitzige Situationen rein, also völlig irre Vorgänge, dass man zum Beispiel das eine Papier nicht ohne das andere bekommt, aber auch genau umgekehrt. Das heißt, es ist quasi unmöglich, an so ein Papier zu kommen und überhaupt an etwas, an Geld oder so zu bekommen. Da dreht das System völlig ins Absurde, war mein Eindruck. Ja, also diese Menschen sind vom Jobcenter automatisch abhängig, weil sie diese riesige Unterkunftsmiete bezahlen müssen. Also auch fast alle, die ich dort getroffen habe, haben irgendwie gearbeitet, aber waren trotzdem auf Jobcenter-Hilfe angewiesen, weil sie natürlich diese Wahnsinnsmiete nicht leisten können. Und alle, die ich dort getroffen habe und ich habe die auch mit begleitet aufs Jobcenter, sind diesem Stigma ausgesetzt, dass sie irgendwie nicht wollen oder was falsch gemacht haben. Auch auf dem Wohnungsmarkt, was besonders dramatisch ist. Also die stehen bei der Wohnungssuche ganz hinten an. Wenn irgendein Vermieter erfährt, derjenige kommt aus einem Asyl, der ist wohnungslos, dann wollen sie ihn nicht haben. Die stehen ganz hinten an. Also ich habe dort Bewohner getroffen, die 4 Jahre in diesem Asyl lebten, das wirklich nur für eine Übergangslösung ist. Das so gebaut ist, dass man dort weg will. Also das ist wirklich sehr, sehr bedrückend dort.
Sie haben ja auch mit den Leuten, die in den Hilfseinrichtungen arbeiten und in den Behörden arbeiten, haben Sie gesprochen. Die scheinen ja oft selbst überfordert zu sein. Wir haben diesen O-Ton einer sehr verzweifelten Sozialarbeiterin, die fragt ja, was ist Würde, was ist Recht, was ist ein Mensch wert? Was war Ihr Eindruck von denen? Also waren die tatsächlich selber auch schon sehr verzweifelt über ihre Arbeit dort? Die waren sehr verzweifelt über ihre Arbeit. Die stehen mit dem Rücken zur Wand. Also die sind eine Clearingstelle in der Teupe. Das heißt, es ist wirklich eine Übergangslösung, als Übergangslösung für wenige Monate gedacht. Und die haben die Leute dort jahrelang. Und es geht eigentlich darum, eine Wohnung zu finden. Aber es geht heute, also die sagten so seit 2,5 Jahren, ungefähr nicht mehr darum, eine Wohnung zu finden, sondern wirklich diese Grundleistungen einzufordern, weil sie keine Wohnung mehr finden für diese betreffenden Leute. Also es gibt manchmal noch, es gibt noch so ein Netz im zweiten und dritten Wohnungsmarkt, wo die nach vielen Jahren der Suche, der ergebnislosen Suche dann rein dürfen. Also erst wenn man einige ein Jahr oder länger oder so gesucht hat, dann kommt man so in dieses nächste Spektrum und darf dann so eine andere Notwohnung bekommen. Es ist für die Mitarbeiter dort eine rechte Sisyphusarbeit. Also ich habe jetzt auch mitbekommen, die haben eine hohe Fluktuation. Sehr, sehr schwierig da zu arbeiten, denke ich. Vielen herzlichen Dank, Marie von Kuck, für diesen Blick hinter die Türen. Vielen Dank.